Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SI Talk. Ja, schauen wir uns hier mal ein bisschen die Märkte an. Beziehungsweise habe ich ja gestern gesagt, wir sollten eigentlich mal ein bisschen mehr wieder über die Grundsätze diskutieren. Es kommen ja jetzt immer mehr Stimmen, die sagen, ja, der Aktienmarkt ist gut gelaufen und jeder sagt, man muss in Aktien investieren. Aktien sind alternativlos und deswegen sollte man eher vorsichtig sein. Im Prinzip bin ich eigentlich derselben Meinung, aber solange der DAX und der Dow Jones noch nicht auf der Startseite sind von Bild und diversen anderen Magazinen und Zeitungen, mache ich mir eigentlich noch nicht wenig, also mache ich mir noch wenig Sorgen. Und man darf auch nicht vergessen, der Grad, wo die Leute nicht investiert sind, ist nach wie vor extrem hoch. Und leider ist es so, dass der Aktienmarkt scheinbar alternativlos ist. Und zwar ganz einfach, ich habe immer nur zwei Strömungen, die ich genau aufpassen muss. Die eine Strömung ist Anleihen, die andere Strömung sind Aktien. Das sind die zwei großen Pakete, wo Geld geparkt wird. Der Devisenmarkt wird nicht großartig geparkt. Gold, Silber und so weiter, Rohstoffe ist viel zu klein, um dort viel Geld zu parken. Das heißt, ich habe immer nur diese zwei Sachen. Und es ist halt einmal so, einfach ein Faktum, dass beim Anleihenmarkt die Luft raus ist. Wir haben unten tief die Anleihen und die Anleihen werden wahrscheinlich nicht negativ werden von der Verzinsung her. Das heißt, es ist einfach unrentabel in den Anleihenmarkt zu investieren. Und das werden immer mehr Leute merken, vor allem nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wenn auf einmal ihre Rentenfonds keine Erträge mehr bringen. Die Rentenfonds haben in den letzten Jahren ja nicht wirklich Erträge gebracht, weil die Zinsausschüttungen waren, sondern weil das Zinsniveau immer gesunken ist. Und weil das Zinsniveau gesunken ist, sind die Anleihen gestiegen. Und aufgrund der gestiegenen Anleihenkurse hat man natürlich auch einen höheren Wert des Rentenportfolios gehabt. Und deswegen sind die großen Gewinne bei diesen Anleihen entstanden. Nachdem aber jetzt die Zinsen eigentlich herunter sind und nachdem das Zinsniveau auch kaum mehr sinken wird, sind diese Gewinne weg. Es besteht sogar das Risiko, wie wir es jetzt im Juni gesehen haben, dass die Zinsen wieder steigen können und dann verlieren die Anleihen gleich einmal und dann sind die Rentenfonds unter Wasser. So, und jetzt viele private Investoren sind, oder nicht nur private, sondern auch institutionelle, sind heute mal in dem Anleihenmarkt investiert und schichten langsam um. Wir zum Beispiel in der Vermögensverwaltung machen es genauso, wir haben kurzläufige Anleihen, lassen die auslaufen und investieren das in die Aktienmärkte. Warum? Weil wir keine Alternative dazu haben. Wir können natürlich und haben Gold aus Absicherung drin, wir haben auch Investments in Gold- und Silberaktien, aber wir müssen in den breiten Markt hinein, es bleibt nichts anderes übrig. Und eines sollten wir auch noch wissen, der Anleihenmarkt ist um einiges größer als wie der Aktienmarkt. Das heißt, wir sehen da einfach Mittel, Zuflüsse und was man auch noch nicht vergessen darf, es gibt die Aktienrückkäufe der Firmen. Viele Firmen sitzen auf Cash, wissen nicht, was sie tun sollen und deswegen kaufen sie ihre eigene Aktien zurück. Deswegen glaube ich sehr wohl und deswegen wage ich auch heute diese Prognose. Ich gehe schon davon aus, dass wir einen DAX-Index sehen werden, jenseits der 10.000, 12.000, vielleicht sogar 15.000 in 3, 4, 5 Jahren. Denn genau diesen Zeitraum sehe ich. Und genau die 3 bis 5 Jahre oder bis, sagen wir, bis 2020 sind die Jahre der Aktien. Und ja, das ist es eigentlich. Und ich werde schauen, ich werde nächstes Mal einmal eine Grafik mitnehmen, was passiert, wenn bei einer Anleihe, wenn das Zinsniveau nur um 1 oder 2% steigt und was passiert ist bei einer 10-jährigen Anleihe. Was bedeutet das? Wie schnell fällt die im Kurs und was bedeutet das für Ihre Kursverluste? Das heißt, wenn Sie Anleihen besitzen, passen Sie auf, es könnte Ihnen viel Geld kosten. Und wenn die Anleihe jetzt momentan sehr hoch steht, sagen wir 105, 106, 107 oder 110 und sie wird getilgt irgendwo 2018, 19, 20, dann stellt sich die Frage, ob sie, also mit 100 getilgt, muss man auch dazu sagen, dann stellt sich die Frage, ob sie jetzt nicht die Kursgewinne mitnehmen, weil sie ja einen garantierten Verlust von 10% dann machen, wenn die Anleihe bei 110 steht, wenn sie getilgt wird. Ja, das wäre es jetzt einmal nur so kurz im Schnelldurchlauf. Schauen wir uns nochmal die Märkte an. Gold hat leider
heute in der Früh einen Knacks bekommen, ist unter dieser Marke gefallen. Ich habe ja gestern schon gesagt, es wird immer flacher und das bedeutet, dass auch irgendwann einmal Korrektur kommt. Wir haben hier zwei Marken, die interessant sind. Wir haben hier einen Boden, der bei 13,13, 13,25 ist. Interessant ist, dass es den Chart schon gemacht hat, bevor es noch durchgebrochen ist durch diese Marke. Aber ich bin da nicht dazu gekommen, dass ich eben die Aufzeichnung gleich mache. Und deswegen war es interessant, dass das jetzt eigentlich auch so eingetreten ist. Der bis 13,30 Luft. Das heißt, wir müssen da dementsprechend aufpassen. Eine andere Marke ist noch bei 12,90, 12,85. So, ich hoffe natürlich, das löst sich alles im Wohlgefallen auf. Solange wir nicht unter diese Marke fallen und diese Marke fallen, ist das jetzt noch ganz okay. Das ist der US-Dollar zum Euro und der ist enorm schwach. Ich meine, wir sehen das da, vom Juli bis jetzt hat er 10 Punkte verloren, umgerechnet so 6-7%, und das ist relativ viel. Das stärkt natürlich den US-Export, aber schwächt natürlich unseren Export, und das ist natürlich nicht so erfreulich. Wenn man sich das jetzt im längeren Zeitraum anschaut, 2 Jahres, dann sind wir eindeutig im oberen Bereich, und wenn man sich auf 5 Jahre sogar anschaut, dann sind wir hier irgendwo im Mittelfeld. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass wir die 1,50 oder 1, haben wir noch einen kleinen Trend hier, wenn man den so einzeichnet, diese 1,45, 1,46 nicht erreichen werden. Also ich gehe schon nochmal davon aus, dass wir möglicherweise mal einen Rebound machen, so auf die 1,27. Die Schwäche des US-Dollars ist sicher damit bedingt, dass die USA mit dem politischen Hickhack bezüglich Schuldenobergrenze an Reputation verloren hat. Und diese Reputation müssen sie natürlich auch teilweise ausgleichen, vor allem deswegen, damit man versucht, Geld wieder ins Land zu ziehen, die auch Anleihen kaufen. Ja, wobei momentan schauen sehr hohe Mittelabflüsse, das wissen auch die ganzen Fondsmanager, berichten davon, dass die relativ viele Mittelabflüsse haben aus dem Anleihenbereich, und das verstärkt genau das, was ich vorher gesagt habe. Man muss eigentlich in die Aktien rein. Denn Cash ist zwar eine Alternative, wird momentan sehr stark benutzt auch als Alternative, aber Cash bringt halt überhaupt keine Rendite, und somit habe ich einen garantierten Verlust der Inflation. Also der Inflationsrate, in der Höhe von der Inflationsrate. Und von daher glaube ich nicht, dass sich die USA lange hier Zeit lassen wird, sondern wir versuchen, den Markt nach oben zu, oder den Markt so weit zu motivieren, dass sie einfach wieder besser dastehen. DAX ist spannend. Auch hier verflacht sich die Kurve immer mehr. Gestern haben wir einen Durchbruch erlebt. Er hält sich aber trotzdem noch phänomenal. Also es schaut so aus, wie wenn der Aufwärtstrend mit einer Verflachung weiter fortschreitet. Wichtig ist, dass wir dieses Hoch da überschreiten, denn am liebsten wären wir, wenn Sie gestern vielleicht nochmal das anschauen, mit diesen Kanälen, wo wir hinfahren können, wenn wir zuerst bis 9,2 laufen würden, dann konsolidieren, weil dann könnte die 9000er Widerstand sein oder die 8,57 oder die 8,88. Und da gibt es dann viele Unterstützungen nach unten. Gestern, wie angekündigt, Apple, Quartalsergebnis. Das Ergebnis war deutlich über den Erwartungen. Also erwartet waren 7,92 und rausgekommen sind dann 8,26. Die Aktie hat aber dann nachbörslich gleich extrem negativ reagiert. Also sie ist nach unten gegangen und hat auch dann 8,26 statt 7,92, das heißt, eigentlich wäre so deutlich über den Erwartungen. Aber wie gestern schon gesagt, die Aktie war extrem fest im Markt und deswegen war die Befürchtung schon da, dass sie gerade auch bei guten Zahlen einfach abverkauft wird. Die zählten Zahlen waren eigentlich alle in Erwartungen. Wer höher war, war der Verkauf von iPhones, der iPad war leicht unter den Erwartungen, Mac war genau in Erwartungen. Nur iPad ist natürlich jetzt erst im Oktober vorgestellt worden. Das könnte jetzt natürlich in den nächsten Monaten nur der richtige Renner sein. Der Umsatzerwartung ist extrem hoch. Die Umsatzerwartung ist erhöht worden auf 55 bis 58 Milliarden für das vierte Quartal. Damit waren wir über den Erwartungen. Aber was den Markt ein bisschen eingeschränkt hat, war die
Margenentwicklung, die haben wir leicht unterhalb ist gekommen, als wie erwartet. Die Aktie ist abgestürzt auf gut 510, hat sich aber nachbörslich dann auch gleich wieder erholt und jetzt sind wir ungefähr auf dem Niveau von gestern. Das ist relativ positiv, von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, was rausgekommen ist. Man hat natürlich in Cook nachher auch gefragt im Conference Call, wie schaut es aus, gibt es neue Produkte? Und er hat sich natürlich dann auf keine Diskussion einlassen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass man wahrscheinlich schon ein ITV hätten, wäre nicht so viel diskutiert worden drüber. Und auch wahrscheinlich bei einer AirWatch hätten wir möglicherweise schon, wenn nicht die Konkurrenz da auch dann teilweise aufgeholt hätte. Das heißt, man schreckt natürlich die Konkurrenz auf und die rüstet dann massiv nach. Und das will man natürlich, glaube ich, verhindern und deswegen hat er sich ganz zurückgehalten. Er hat nur gesagt, sie wissen, welche Company wir sind, wie viel das wir für auch in dieses neue innovative Teile stecken und sie können sicher sein, dass wir das Potenzial haben, eine neue Technologie in einer nicht besetzten Produktnische zu machen und das ist eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass irgendwas kommt. Wann, wissen wir nicht. Viele vermuten 2014, aber das ist alles nur reine Spekulation. Ich bin zufrieden mit der Entwicklung. Wie gesagt, mein Ziel ist 570, 600 und dann schauen wir mal weiter. Eine andere Aktie, die noch spannend ist, die hat heute Quartalszahlen geliefert, ist Millennium. Millennium hat ein Ergebnis gehabt, jetzt muss ich mal nachschauen, muss ich schon mal kurz, da wird noch was eingeblendet, was war das jetzt schon? Also 29,8 Millionen EBITDA in die ersten 9 Monate erwirtschaftet, hat im dritten Quartal jetzt 15.000 Unzen produziert, erwartet fürs Gesamtjahr jetzt 73.000 Unzen statt 78.000 Unzen, das hängt mit einem neuen Pit zusammen, der ein bisschen später in Produktion geht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aber derzeit nur 60 Millionen Dollar, 10 Millionen davon sind in Cash. Die Schulden wurden schon um 25% dieses Jahr reduziert, das wird auch sich deutlich verstärken. Man kann also im Gesamtjahr mit ungefähr 40 Millionen EBITDA rechnen und das ist eigentlich schon eine starke Summe, wenn man bedenkt, dass die Marktkapitalisierung nur 60 Millionen beträgt. Die Aktie ist spannend, nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird die Aktie schuldenfrei, sie profitiert von einem steigenden Goldpreis und das sind solche Titel, die man eigentlich sie dann langfristig reinlegen muss. Also das ist, der Chart in Deutschland sagt zwar nicht wirklich viel aus, aber man kommen von 56 Cent und sind jetzt bei 18 Cent. Also das ist schon wirklich für einen Produzenten extrem günstig. Ja, außerdem, was ein bisschen spannend ist, es tut sich auch wieder was am Übernahmesektor. Hat eine Übernahme im Prinzip vom Bereich Volta Resources gegeben. Sorry. Volta Resources, sagt Ihnen vielleicht noch was, Volta Resources haben wir im Small Cap Investor Talk 71 besprochen. Die haben wir in Beaver Creek getroffen und haben damals für uns extrem spannend gewesen und mich wundert es also nicht, dass sie jetzt wer zugeschlagen hat und zwar der Käufer ist P2 Gold, die wollen in Aktien bezahlen. Das ist, ja, die Bewertung ist nicht wirklich großartig, aber P2 Gold ist keine schlechte Company, muss man auch dazu sagen. Und von daher ist es sicher spannend, dass man sich die Aktie einverleibt. Für P2 Gold ein super richtiger Schritt und für Volta, naja, könnte es besser sein, aber die Aktie hat einmal ganz positiv darauf reagiert und man zeigt, wie viel Potenzial eigentlich in solchen Projekten stehen. Und ich finde das ein gutes Zeichen für den gesamten Markt. Ja, heute stehen wieder ein paar Quartalsergebnisse zusammen. Am Nachmittag kommen Konsumentenvertrauen und vor allem der Case Stiller, Häuserpreiseindex. Das ist auch ganz spannend. Da müssen wir uns jetzt mal anschauen, was da am Markt passiert. Wir werden sehen. Morgen gibt es keine Ausgabe. Morgen bin ich selber unterwegs. Aber wir sehen uns am Donnerstag wieder. Es kann allerdings sein, dass Sie morgen eine Zusammenfassung von unserem CEO-Roster sehen, den wir letzten Donnerstag durchgeführt haben. Und es kann sein, dass wir den morgen an Sie verschicken.
Das war es jetzt einmal fürs Erste. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments und wir sehen uns in Kürze. Tschüss.